Promi-Geflüster, heute wieder eine brandneue Ausgabe und heute haben wir mal ein bisschen einen anderen Hintergrund gezaubert. Es geht ja alles technisch, ist alles möglich und ja, das Jahr 2024, mal sehen, was es bringt. Ich weiß, sind bestimmt einige unter euch, die auch Nachmittag die ARD-Soaps, die Daily-Soaps schauen und da gibt es heute einen... Ja, neuen bei den Roten Rosen, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass da wieder ein neues Gesicht dabei ist, aber so neu insgesamt ist er eigentlich gar nicht. Wir haben gerade insgesamt mal so zusammengerechnet, 20 Jahre sind es gut her, die wir uns auch schon kennen. Die Rede ist, ich blende mal das Bild hinten ein, Sebastian Deile und dazu sage ich jetzt mal Hallo und herzlich willkommen, grüße dich. Ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf. Und ja, es ist wirklich schon 20 Jahre her. Es ist wirklich erstaunlich und auch ein bisschen beängstigend. Du, aber es geht uns allen gleich irgendwo. 20 Jahre, wenn man so zurückrechnet, das war die Zeit, da hast du damals ein Jahr lang bei Immer wieder Sonntags die Moderation übernehmen dürfen. Ja, ja. In der Nachfolge von Max Schautzer damals, gell? Ja, genau. In der Nachfolge von Max Schautzer, was auch eine ganz tolle Erfahrung war. Also ich habe das sehr gern gemacht. Ich glaube, dass Stefan Moss, der das dann nach mir gemacht hat, zu dem Format sicherlich nochmal ein bisschen besser passt als ich. Und deswegen macht das ja auch schon so lang und so erfolgreich. Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Alles, was mit Musik zu tun hat, macht mir eigentlich generell Spaß. Sehr gut, so soll es doch sein. Ja, und natürlich hast du das junge Publikum dann auch gewonnen. Ich weiß, davor hast du ja auch noch viel in den verschiedensten Soaps dich mal zurechtgefunden. Marienhof, langes her. Ich glaube, unter uns war auch mal noch dabei, gell? Oh ja, unter uns war meine allererste Rolle. Das Paarungsverhalten des Rotdommelmännchens muss untersucht werden, war, glaube ich, mein erster Satz im deutschen Fernsehen. Ich bin nicht stolz drauf. Simon Auerbach hieß ich damals und ich war, glaube ich, 17. Ja. Okay. Dann natürlich auch viel Musik gemacht, auch als Sänger, genau. Und verschiedene Shows moderiert. Also ist einiges passiert. Und dann hatte ich so den Eindruck, nach Immer wieder Sonntags noch ein paar Sendungen moderiert und so weiter. Und dann ist es irgendwo ein bisschen ruhiger geworden um den Sebastian. Kann das sein? Absolut. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eben schon in sehr jungen Jahren wahnsinnig viel vor der Kamera zu tun hatte. Und das war eigentlich so ein Automatismus, der da entstanden ist. Ich habe da ja gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern es ging einfach Schlag auf Schlag und ging immer weiter. Und irgendwann kommt dann ja auch, hoffentlich zumindest, die Phase im Leben, wo man ein bisschen reflektiert und sagt, wo will ich eigentlich hin, warum bin ich eigentlich da, wo ich bin und wie soll es weitergehen. Und dann habe ich eben gemerkt, dass mich auch immer schon interessiert hat, wie entsteht eigentlich so eine Produktion, wie entsteht ein Film, wie kommt man von einem weißen Blatt Papier zu einem fertigen Film, was ist da alles nötig. Auch der unternehmerische Aspekt, daran hat mich sehr gereizt und dann bin ich eigentlich fast automatisch immer weiter hinter die Kamera gewandert und habe angefangen, mich in diesem Bereich zu betätigen. Und wäre damit eigentlich auch für den Rest meines Lebens ziemlich glücklich gewesen, wenn dann nicht diese Rolle gekommen wäre. Und ich freue mich natürlich riesig und jetzt muss ich auch zugeben, wo ich wieder vor der Kamera stehe, merke ich schon auch, dass ich es vermisst habe. Na? Also vor allem den kreativen Aspekt an der Arbeit, das habe ich schon wirklich vermisst. Aber geplant war es nicht. Okay, aber ja, immerhin wieder dabei und ja, wenn du sagst, vermisst und jetzt natürlich auch in Lüneburg, das ist ja auch ein ganz nettes, kleines, beschauliches Fleckchen, denke ich mal, also ganz was anderes als wie die Großstadt. Ne? Ja, das ist für mich die perfekte Kombination, weil ich halt unter der Woche bin ich halt hier. Das ist wie so ein Bootcamp. Ne? Also du bist halt in deiner kleinen Wohnung hier und stehst morgens früh auf, machst deinen Sport, gehst zum Drehen, lernst deinen Text für den nächsten Tag, sagst noch kurz der Freundin gute Nacht und dann wird am nächsten Tag wieder gedreht. Da geht's von vorne los. Und dann am Wochenende kannst du aber auch wirklich nach Berlin zurück abschalten und sagen, so jetzt 2 Tage die Akkus wieder aufladen, bevor es dann Sonntagabend wieder zurück nach Lüneburg geht. Also ich genieße die Zeit wahnsinnig, die ist sehr intensiv, aber das ist was ganz Besonderes und auch Lüneburg hier ist einfach, ja, ist wie eine Filmkulisse, ist einfach schnuckelig, klein und süß, man muss es lieb haben.
Sehr gut. Ja, jetzt mal zu deiner Rolle in Rote Rosen. Ja, was macht dein Charakter aus? Auf alle Fälle ist es ein Arzt. Ja, es ist ein Arzt, ist auch, glaube ich, die einzige Chance für mich gewesen, in diesem Leben nochmal Arzt zu werden. Machen wir uns nichts vor, mit einem Abi von 2,8, glaube ich, wären die Chancen ansonsten verschwindend gering gewesen. Dr. Klaas Jäger ist eigentlich, ich sage immer, ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Ich kann natürlich nur versuchen, ihm gerecht zu werden, aber er ist so ein bisschen der Traumschwiegersohn. Der fährt Motorrad, spielt Klavier, ist loyal. Wenn er liebt, dann liebt er mit seinem ganzen Herzen und ist auch treu und humorvoll, spontan. Also eigentlich alles, was man sich so wünscht an einem Mann, ist in dem vereint. Und da kriegt man schon Respekt, wenn man das so liest und denkt, Moment mal, wie soll ich das denn spielen? Und dann merkt man zum Glück, der hat auch noch eine nicht dunkle Seite, aber eine dunkle Vergangenheit zumindest. Also er hat Narben aus der Vergangenheit, die er mit sich rumträgt und die er versucht, wahrscheinlich wie wir alle im täglichen Leben erstmal zu verbergen, die aber trotzdem mitschwingen. Und da wird die Figur halt dann plötzlich interessant. Weil nur Sunny Boy und nur irgendwie Like Ice in the Sunshine wäre ja irgendwie auch irgendwie langweilig. Und insofern ist es super spannend zu spielen. Ich habe großen Respekt davor. Aber die Rolle und ich nähern sich so langsam an, nenne ich es mal. Das geht ja auch schon eine Weile jetzt. Ich bin, glaube ich, jetzt schon seit August dabei. Und das ist ein ganz spannender Prozess, weil du merkst, dass die Autoren am Anfang sich die Rolle überlegt haben und ein Charakterprofil geschrieben haben. Und dann fängst du als Schauspieler an, die Rolle zu spielen. Das sehen die Autoren natürlich auch wieder und sagen, aha, so spielt er das. Okay, und werden davon auch wieder ein Stück weit beeinflusst und schreiben dann die nächsten Bücher schon wieder ein bisschen enger an das, was sie auf dem Schirm gesehen haben. Und irgendwann wird das so eine richtige homogene Masse, die Rolle und du. Und das ist schön, schöner Prozess und das klappt sehr gut. Wo bist du da zu sehen? Hast du da deine eigene Praxis sozusagen oder spielt das mehr im Krankenhaus? Das spielt ausschließlich im Krankenhaus. Ich bin. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, leider der Notaufnahme. Leider der Notaufnahme. Also eine extremst verantwortungsvolle Position, die mir im wahren Leben natürlich überhaupt nicht zustehen würde. Umso mehr genieße ich es, dass ich mit Fachausdrücken um mich werfen darf, bei gleichzeitiger, meistens zumindest, vollkommener Ahnungslosigkeit. Okay. Aber ich denke mal, wenn du jetzt da mehr und mehr dazu lernst, irgendwo wirst du da vielleicht auch dein Horizont sozusagen erweitern und dann kommen irgendwann die Fans auf dich zu. Ach, mir fällt das und das. Dann kannst du sagen, Ja, schöne so wie Idee, der aber nein. Klaus-Jürgen Nein. Lusser als Dr. Brinkmann, Das wäre natürlich eine grenzenlose Selbstüberschätzung, der ich nicht erliegen werde. Ich habe lustigerweise eine gute Freundin, die in der Unfallchirurgie arbeitet und die lacht sich regelmäßig scheckig, wenn sie sieht, was ich da mache und wie ich es mache und was ich da erzähle. Manche Dinge lässt sie durchgehen, aber also. Da findet kein Lerneffekt statt und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Gott bewahre, ich würde irgendjemandem, der mich auf der Straße anspricht, einen Tipp geben, der sich dann hinterher als vollkommener Schwachsinn rausstellt. Dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Nee, also es gibt einen Grund, warum Ärzte lange Zeit Medizin studiert haben und da reicht Googeln nicht, glaube ich. Und ja, es ist sowieso ein schweres Standbein geworden, die ganze medizinische Geschichte, wenn man sieht, Personalmangel und hier klemmt's und vorne klemmt's. Also ich denke mal, seit Corona ist alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ne? Aber Ja, du, überall. habe ich wenig Einblick. Ich wenig Schlaues zu sagen. Also der Ärztin, die ich kenne, der geht es noch ganz gut. Sehr gut. Aber natürlich hat die ihre 12, 15-Stunden-Schichten. Das kommt schon vor. Ob das vorher anders war, weiß ich nicht. Klar. Nee, jetzt, weil ich gerade Brinkmann erwähnt hatte, Schwarzwaldklinik ist noch ein Stichwort. Ja. Da bist du auch großer Fan davon, habe ich da jetzt im Ja. Vorfeld gelesen und gehört und gesehen. Wer war es nicht, als die Schwarzwaldklinik lief, hilf mir, aus meiner Erinnerung heraus müsste ich da so fünf, sechs Jahre alt gewesen sein. Es war, Also so knapp Anfang so 80. 80er, Anfang der 80er, irgendwie sowas. Ja, genau, das kommt ungefähr hin.
Und dann durfte ich immer noch die Schwarzwaldlinie gucken und dann musste ich ins Bett. Das heißt, ich saß schon im Bademantel auf dem Sofa, eingelummelt und habe dann mit meiner Mutter, meinem Vater Schwarzwaldlinie geguckt. Mein Vater fand es nicht so toll, ich fand es super. Ah, das war Und ja. natürlich war ich großer, großer Sascha-Heen-Fan, ist ja logisch. Ja, klar. Also bin ich immer noch ein Udo ganz Brinkmann, guter genau. Schauspieler, aber heute vielleicht aus anderen Gründen als damals. Verstehe, verstehe. Okay, ja gut, ich meine, es gab ja viele, viele Ärzte, Arztserien sozusagen. Ne? Zeitgleich, da glaube ich, mit der Schwarzwaldklinik gab es auch noch einen Praxis Bülow-Bogen. Ja, mit Bogmann, Günter Pitzmann. mit Günter Pitzmann, genau. Selbstverständlich, ja. Oder, ich weiß nicht, kriegt man ein paar zusammen. Dr. Stefan Frank. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ja, richtig. Das Ja, war Sat kam 1 aber alles allerdings. danach. Du vergisst halt dein erstes Mal nicht. Ja, so ist es Und genau. das zählt nicht nur in der anrüchigen Variante, sondern auch, was Serien angeht. Und das erste Mal Schwarzwaldklinik, diese ganze heile Welt und ja, einfach, wir alle kennen die Szene, wenn Sascha Hehn da in sein weißes Golf 1 Cabriolet So reingesprungen ist es, ist, so ist es. mit dem Pullover über den Schultern. Also, ich glaube, ich bin sogar mal irgendwann mit Pullover über den Schultern in die Schule gegangen. Zweite oder dritte Klasse oder sowas, irgendwie vollkommen lächerlich gemacht und ausgelacht worden. War mir egal, ich fand's super. Okay. Ja, also das war unschlagbar. Ja. Und ich war Und sehr verliebt ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, verdammte Scheiße. Die Tochter vom Klaus-Jürgen Rousseau. die Barbara Rousseau, genau. Ja, Barbara Rousseau. Ich war total verliebt mit Barbara Rousseau damals. Und ich habe später mal, viele, viele Jahre später, einen tollen Film fürs ZDF drehen dürfen. In Kanada haben wir da gedreht und da habe ich mit Gabi Dom gedreht. Oh, toll. Ja. Und habe ihr quasi auch gestanden, wie toll ich sie damals fand und heute immer noch finde. Und die war ganz bezaubernd und ganz herzlich und hat mich in den Arm genommen. Und das war eines der schönsten Erlebnisse, was sich der kleine Sebastian als Erwachsener erfüllt hat. War ganz toll. Aber ich glaube, heute will sie mit der Schwarzwaldklinik gar nicht mehr so viel zu tun haben. Ja, das ist natürlich auch bis zum gewissen Grad verständlich, weil natürlich Jahrzehnte später mit so einer Serie immer noch in Verbindung gebracht wirst und vielleicht auch ein bisschen darauf reduziert wirst. Ich persönlich habe gelernt, das nicht persönlich zu nehmen, weil ich erstmal finde, also es war erstmal, das war ein Prozess, ne? Es war nicht immer so. Ich habe es auch mal persönlich genommen. Aber das Schöne ist erstmal, dass du den Leuten in Erinnerung geblieben bist und dass sie das Gefühl haben, sich zu kennen. Richtig. Und das finde ich ein Kompliment. Das ist einfach schön. Da musst Und du dann es richtig gemacht wird's, haben. genau, dann wird's irgendwann dann mal heißen, Dr. Klaas Jäger, bitte. In Ja. den OP oder sonst wohin, ne? Ja, wie gesagt, da gibt's, also in der letzten Serie vor langer Zeit habe ich einen fiesen Mob gespielt. Okay. Da kam es dann schon mal vor, dass du morgens irgendwie an der Kasse standst, irgendwo im Supermarkt und dann kam irgendwie eine ältere Dame von hinten und hat gesagt, das ist aber nicht nett, was sie gestern gemacht haben. So, das kann ja Okay. passieren. Und dann Ja, bist du klar. erstmal, stehst du da, ne? Das ist jetzt bei Dr. Klaas Jäger nicht zu befürchten, sondern im schlimmsten Fall kommt halt irgendeiner und sagt, ich habe da was am Knie. Könnt ihr Ja, sich das mal richtig. angucken? Genau. Da muss man eben freundlich sagen, vielen Dank fürs Einschalten, aber nein, kann ich nicht, weil ich habe dazu nichts Gutes zu sagen. So ist es, so ist es. Aber generell freue ich mich, wenn Leute mich ansprechen, weil das heißt immer irgendwie, dass es ihnen in Erinnerung geblieben ist. Das ist so ein bisschen wie wenn ich heute einen meiner alten Lehrer treffe irgendwo im Supermarkt. Ich muss da ja nicht Ähnlich. hingehen und sagen, guten Tag. Also, ich kann ja auch einfach weiterlaufen und irgendwo nach links gucken und so tun, als ob ich ihn nicht gesehen hätte. Wenn ich hinlaufe, heißt das, dass ich mit ihm reden will und ich mich freue, ihn zu sehen. Und das ist ja bei den Zuschauern auch so. Insofern nehme ich das eigentlich immer als Kompliment. Auf alle Fälle. Nee, tolle Sache. Also da drückt man die Daumen, dass die Rolle lange Bestand hat und du wirklich da die nächsten Jahre fest hier bei den Roten Rosen zu sehen bist, ne? Das wird nicht passieren. Nee. Aus dem einfachen Grund, weil ich wollte dich vorher nicht korrigieren, weil das natürlich auch überhaupt nicht meine Aufgabe ist. Aber die Rote Rosen sind ja keine Soap, sondern eine Telenovela. Telenovela, ja, okay. Und es gibt ja, das ist ja quasi das Alleinstellungsmerkmal einer Telenovela,
Für alle, die es noch nicht wissen, es gibt immer ein Pärchen, dessen Liebesgeschichte erzählt wird. Und irgendwann liegt es in der Natur der Sache, dass dieses Pärchen sich auch dann findet, dass sie zusammenkommen und dann eben gemeinsam ins Glück reiten. Und bei den Roten Rosen ist es so wie bei jeder anderen Telenovela auch, dass es jedes Jahr zu jeder Staffel ein neues Traumpaar gibt. Oder wie wir sagen, die Rose, die Hauptrose und den Stängel, den dazugehörigen Stängel. Und dieser Stängel bin ich. Das heißt, ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach die Serie nach Ende der Staffel dann auch wieder verlassen. Okay. Zugegebenermaßen mit einem weinenden Auge, weil es wirklich schön ist, weil es wirklich großen Spaß macht. Und wer ist dann jetzt die Rose noch mal an deiner Seite? Die Rose an meiner Seite, oder ich bin ja der Stängel, also ich bin ja eher an ihrer Seite, Oder so ist rum, Diana genau. Steli. Diana Steli, eine ganz tolle Kollegin, die vielleicht viele kennen aus Stromberg oder ich glaube von den Rosenheim Cops auch. Glaube, Soko Und Köln war die. sie auch. Soko Köln war sie, glaube ich, auch mal eine Zeit lang. Vielleicht verwechsel ich es auch gerade mit Soko Köln, auf jeden Fall von Stromberg. Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen und bin seitdem auch ein großer Fan. Und das kann ich nur bestätigen. Es macht großen Spaß, mit ihr zu spielen. Und wir verstehen uns auch privat gut. Also es ist eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Übrigens nicht nur mit ihr, sondern auch mit allen anderen. Und das ist nicht immer so. Und deswegen freue ich mich sehr darüber. Und die Arbeit macht dann gleich nochmal doppelt so viel Spaß. Okay. Also, die roten Rosen zu sehen jeden Tag unter der Woche um 14 Uhr, glaube ich, sowas geht's los. 14, 14:10 Uhr, 14:10 Uhr. ja, also nach, erst kommt noch Tagesschau, dann kommt ihr dran, genau. Und Genau, dann. jetzt kommt der offizielle Satz. Um 14:10 Uhr, Montag bis Freitag oder jederzeit in der Mediathek. Genau, so ist es. Also da, wenn man es verpasst hat, dann kann man sich die Mediathek reinziehen. So ist es. Was So ist es. passiert denn so 2024 dann sonst noch? Oder wie sind deine Pläne für nach den roten Rosen? Gibt es da auch schon was, oder? Ich habe keine Ahnung. Und ich will auch gar keine haben, weil ich der Meinung bin, dass diese Rolle es verdient hat und es übrigens auch nötig ist, weil du es sonst gar nicht schaffen würdest, dich wirklich voll darauf zu konzentrieren. Und ich bin generell noch nie jemand gewesen, der mit einem Auge schon wieder woanders hinschielt und dann vielleicht hier nicht volle Kraft gibt, sondern ich gebe jetzt erstmal alles, was ich habe, hier rein. Ich freue mich total über das Vertrauen, was die ARD in mich gesetzt hat und ich hoffe, ich kann das zurückgeben und die Staffel geht so schön weiter, wie sie jetzt angefangen hat. Und danach schauen wir mal, dann sehen wir schon, hätte der Kaiser gesagt, der leider gestorben ist. Richtig. Aber so sehe ich das auch. Jo, ja, sehr schön. Also so ein Drehtag, du bist ja jetzt gerade auch am Set. Wir haben uns bei dir da jetzt in die Garderobe sozusagen geschlichen. Ja, Wie reich lange, dekoriert, wie du siehst. ja, wie lange geht es denn da so voran? Wie lange braucht er denn für so eine Folge ungefähr? Die Tage laufen eigentlich alle gleich ab. Für mich persönlich bedeutet das morgens um 5:30 aufstehen. Dann mache ich persönlich eine kleine Sporteinheit. Das ist mir einfach wichtig, dass ich wach werde. Gehe dann meinen Text vom letzten Tag nochmal kurz durch. Dann werde ich so gegen 7:15 Uhr abgeholt meistens. Machen wir ein bisschen früher, machen wir ein bisschen später, aber ungefähr die Uhrzeit. Dann wird gedreht bis meistens 18:30 Uhr. Dann geht es wieder zum Sport, kurz was essen, Text lernen für den nächsten Tag und dann noch kurz der Freundin gute Nacht sagen, meistens per Videochat, so wie wir jetzt beide auch gerade. Und dann ist 1 Uhr nachts, dann geht es ins Bett und am nächsten Tag Repeat. Okay. Das ist es im Grunde genommen. Ja, also Also, glamourös ist anders, aber es ist, wie gesagt, es ist wie eine Art Bootcamp und ich mag sowas. Keine Ablenkung. prima, prima, sehr gut. Ja, und eine Folge, was zu sehen ist, wie viele Drehtage oder wie viele Drehstunden, ich weiß ja nicht, wie schnell sowas heutzutage fertig sein muss. Ja, wir drehen wirklich relativ fix. Das ist auch etwas, was viele Kollegen, wenn sie dazukommen, erstmal unterschätzen, vor allem wenn sie vorher Film gemacht haben. Wir drehen im Schnitt so 24 bis 25 Folgen pro Tag, Folgen, ja genau. Szenen pro Tag. Und beim Film drehst du halt so zwei Szenen pro Tag vielleicht. Also das ist ein wahnsinniges Pensum. Und so als grobe Daumenregel kannst du sagen, die Woche hat 5
Werktage, da laufen 5 Folgen und diese 5 Folgen müssen wir auch in 5 Tagen abdrehen. Das klappt nicht immer ganz, manchmal bleibt was übrig von der letzten Woche, dann muss es in der nächsten Woche wieder draufgepackt werden. Aber im Grunde genommen ist es so. Okay, sehr gut. Ja, also doch enormes Pensum, trotz allem. Ja. Sehr Es ist schön. Arbeit, Also, ja. ja. Und was steht jetzt sozusagen heute noch an? Ich muss gleich wieder weiterdrehen bis Drehschluss auch. Aha. Und dann, wie ich dir gesagt habe, gibt es eine Sporteinheit und Text für den nächsten Tag lernen. Also das ist wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen, ist nicht glamourös oder so, da ist wenig mit roten Teppichen und Shishi. Alles klar. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Es ist wirklich Arbeit und viel Arbeit, aber Arbeit, die Spaß macht. Und das liegt auch zum großen Teil daran, weil die Atmosphäre so schön ist. Also ich habe ja schon einige Produktionen gemacht und natürlich findest du überall nette Kollegen, mit denen du auch gerne zusammenarbeitest und auch welche, mit denen du nicht so gerne zusammenarbeitest. Kommt natürlich auch vor, mal in 20 Jahren bei dieser Produktion ausnahmslos wirklich herzliche, nette Menschen, egal ob vor oder hinter der Kamera. Und das macht viel aus, weil du bist mit denen ja wirklich einfach am Tag 12 Stunden zusammen und deswegen ist es sehr angenehm. Dann lese ich gerade hier noch, wenn es stimmt, bei Wikipedia 2016 Startup-Unternehmen gegründet. Ja. Was hat es damit auf sich? Was macht er da genau mit der Virtual Reality-Geschichte? Ich mache mit da nichts mehr mit, weil ich es aber auch gar nicht zeitlich mehr schaffen würde. Okay. Aber ich habe es in der Tat aufgebaut und die Idee war, es gibt 3 Gründe, warum du nicht auf ein Konzert gehst, obwohl du gerne hingehen würdest. Erstens, Konzert ist ausverkauft, kannst du nicht hingehen. Zweitens, Konzert ist zu weit weg, irgendwo in New York oder Sydney. Kannst nicht hingehen. Drittens, das Ticket ist zu teuer. Und umgekehrt, für den Künstler ist es so, wenn dein Konzert ausverkauft ist, dann ist es ausverkauft. Dann mehr als 20.000 Menschen gehen in die Halle halt nicht rein. Und dann haben wir uns damals gedacht, wäre das nicht großartig, wenn das Konzert nie ausverkauft wäre, wenn man das Ticket für $10 kriegt und wenn man einfach das von zu Hause aus genießen kann und nicht hinfliegen muss. Und das haben wir erfunden. Wir haben eine App erfunden, die heißt Concert VR. Und mit der kann, also momentan wird sie umgebaut, also sage ich konnte, aber mit der kann man Konzerte von zu Hause aus genießen in Virtual Reality. Man zieht dann seine Brille auf und steht mitten im Konzert. Hat das Gefühl, man ist mittendrin und mit dabei. Und das haben wir aufgebaut. 2018 ging es los. Und das hat auch die letzten Jahre meine Zeit voll in ganz in Anspruch genommen. Ja. Okay. War eine spannende Erfahrung. Ja, glaube ich. Und hat gut funktioniert, ist aufgegangen. Hat gut funktioniert am Anfang. Mittlerweile ist es wahnsinnig schwierig geworden, weil Corona dazwischen kam und dann auch es wirklich ja sehr diffizil wurde, was Okay. Rechteklärung angeht und so weiter. Das Ja, wäre jetzt klar. wahrscheinlich auch gar nicht so wahnsinnig spannend. Ich bin auch noch Gesellschafter in der Firma, aber ich glaube, dass ich nicht mehr der Richtige bin, um das Ding weiter nach vorne zu treiben, weil mir wahrscheinlich dann einfach die Fachkenntnis fehlt und jetzt momentan auch die Zeit. Also das ist ein Fulltime-Job und das geht auch nicht. Ganz klar, ganz klar. So, wenn jetzt deine Fans noch ein bisschen mehr wiederum über dich wissen wollen, wie bist du aufgestellt, Social Media mäßig? Bist du auch zu finden? Was gehört bei dir dazu? Ja, ich bin bei Instagram natürlich unter Sebastian Deile Official. Ich habe, glaube ich, bewusstseinserweiternde 1400 Follower momentan, weil mein Profil von Instagram, glaubt es oder glaubt es nicht, genau 2 Tage vor Staffelstart ohne Angabe von Gründen gelöscht wurde. Ich glaube, es wurde gehackt. Und irgendjemand hat da schlimme Dinge getan und dann hat Instagram sich gedacht, nee, nee, das wollen wir nicht und hat das Profil gelöscht. Egal wie, ich kann es nicht ändern. Das heißt, ich muss quasi wieder ganz bei Null anfangen und freue mich über jeden Follower und verspreche auch, dass ich alle mit hinter die Kulissen nehme und euch zeige, was bei der Produktion so davor und dahinter Spannendes passiert. Sehr schön, wunderbar. Also einen neuen Follower kriegst du auf alle Fälle nachher gleich mit hinzu. Sehr schön. Hat sich schon gelohnt. Ich hoffe, Gegenfollower ist drin, ne?
Absolut, absolut. Okay, sehr gut. Also Instagram gibt Homepage gibt es ja auch, glaube ich, noch eine, oder? Ist da noch was? Wird auch, glaube ich, gerade umgebaut. Hat eh keiner mehr heutzutage. Immer Ja. wenn ich eine Homepage sehe, denke ich, ist der gestorben oder warum hat er so eine Okay. Gedenkseite bisher? Es gibt noch Facebook, aber ich muss zugeben, dass ich eigentlich auf Instagram Ja, klar. am aktivsten bin und dann automatisch alles auch auf Facebook teile, was ich da poste. Ja, klar. Das geht ja dann immer so Hand in Hand automatisch dann. Genau. Ja, Nee, genau. okay, sehr gut. Also da schauen wir rein und ja, na, kann ich nur sagen, herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast in deiner Sehr Pause. gerne. Irgendwann, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Hoffentlich nicht wieder 20 Jahre warten. Vielleicht schon ein bisschen eher. Ja, sehr gerne. Wer weiß, Sehr aber gerne. du bist mehr in Berlin anzutreffen dann, ne? Ich bin definitiv in Berlin anzutreffen. Und wo genau ist deine Heimat? Weil ich höre ja am Dialekt, du kommst ja ein wenig aus meiner Heimat schon. Richtig, Ne? richtig. Nach wie vor in Wo genau? Reutlingen. In Reutlingen. Ja. In Reutlingen. Gut, das ist nicht Also so weit weg. Ich komme aus Heilbronn. wenn du mal zum Shoppen kommst, so nach Metzingen oder so, Outlet City, da bist Nicht du ja richtig meins. aufgehoben. Nicht meins. Ist das Fürchterlichste, was ich mir vorstellen kann, in so ein Outlet-Center zu gehen und da mein Wochenende zu verbringen, wär nicht meins. Aber ich kenne es natürlich Ja, und klar. der berühmte Kollege Harald Schmidt kommt ja auch aus Nürtingen. Insofern, es scheint So ist ja es, so ist es, genau, richtig. eine Brutstätte des Talents zu sein, Ja, hoffe ich genau. zumindest. Okay, also an dieser Stelle erstmal verabschieden wir uns bei den Zuschauern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, wie gesagt, Rote Rosen täglich von 14:10 14:10 Uhr bis 15 Uhr. bis 15 Uhr einschalten. Und natürlich Wunderbar, Promi-Geflüster ich auch nicht danke dir. vergessen. Bitte? Bitte? Ich sage, und Promi-Geflüster natürlich auch nicht vergessen, ne? Selbstverständlich, selbstverständlich. Alles Also ich habe klar. es ein paar Folgen gesehen, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und gerne bis ganz bald. Bis ganz bald. Herzlichen Dank Alles und klar. bis dann. Ciao. Tschüss, ciao. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.